Also es ist so, dass ich letztes Jahr meine erste Bundesliga-Saison gehabt habe und mich dort etabliert habe. Und die Austria ist jetzt einer der führenden Vereine in Österreich und somit für mich der logische nächste Schritt in meiner Karriere. Ich freue mich sehr auf die Zeit hier, auf die Aufgabe hier. Ist natürlich der Druck etwas höher wie letztes Jahr in Linz. Aber ich denke, dass das gut ist und umso mehr gefordert wird, umso mehr Leistung wird gebracht, hoffe ich. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr, dass ich jetzt hier bin und ich freue mich schon auf die ersten Spiele. Was waren die Gründe für dich, dass du zur Austria wechselst? Ja, die habe ich jetzt eigentlich eh schon genannt. Das ist so, dass wirklich ein großer Club ist in Österreich, ein Traditionsclub und mit großer Geschichte. Und deswegen darf man stolz sein, als junger Österreicher hier zu spielen, auf jeden Fall. Ich glaube, Anpassungsschwierigkeiten, wenn man so ein bisschen Training sieht, hast du ja keine gehabt. Du kennst ja schon viele von diversen Nachwuchsstationen, ne? So ist es ja. Also ich kenne eigentlich schon sehr viele Spieler, fast die halbe Mannschaft. Und das macht es mir auch natürlich leichter, in die Mannschaft reinzufinden. Und ja, im Laufe der Vorbereitung wird sich das schon einspielen, das Ganze. Hast du schon Zeit gehabt, Übersiedlung und so weiter zu organisieren? Ja, also die Wohnung habe ich jetzt gefunden. Zu 80% steht die Möblierung und die Einrichtung. Und die Kleinigkeiten fehlen noch, aber das wird schon in den nächsten Tagen passieren. Du hast deine letzten Wochen und Monate beim LASK waren jetzt nicht ganz so einfach. Du hast dann immer spielen dürfen. Vorteil, weil du ausgeruht bist oder Nachteil, weil du keine Spielpraxis hast? Ja, es war so, dass ich in der Zeit sehr gut trainiert habe, dass ich physisch auf ein Top-Niveau gekommen bin. Und ich habe Gott sei Dank nur eine Partie, die letzte Partie habe ich eh noch gespielt und ein U21-Spiel auch noch. Und somit denke ich eigentlich gar nicht mehr an das. Ich fühle mich körperlich topfit, fühle mich selbstbewusst am Platz und deswegen denke ich gar nicht mehr zurück in die letzte Saison. Markus Stankovic, willkommen bei der Austria. Was waren für dich die Gründe für den Wechsel zur Austria? Erstens einmal das Bemühen von Herrn Daxberger persönlich, dass er mich unbedingt wollen hat. Und zweitens die Perspektive und der Imagewechsel von der Austria in den letzten 2-3 Jahren mit den jungen österreichischen Spielern. Und man sieht hier, die Stimmung in der Mannschaft ist super. Und ich kann eigentlich nur gut Fußball spielen, wenn ich mich mannschaftsinterner wohlfühle. Und das ist hier, glaube ich, gegeben. Wenn man sich so ein bisschen jetzt beim Training umgeschaut hat, Anpassungsschwierigkeiten hast du ja überhaupt keine gehabt. Du kennst ja viele Spieler von diversen Nachwuchsstationen und so weiter. Das stimmt, obwohl die meisten, mit denen ich zusammengespielt habe, noch beim A-Team waren und nicht dabei sind. Aber andere natürlich, sind mir natürlich ein Begriff. Mit Roland Linz bin ich von klein auf aufgewachsen. Und ja, Peter Link habe ich zusammengespielt. Also es gibt genug Spieler, mit denen ich vorher schon befreundet war. Also für mich hat da nichts Neues kommen können. Stichwort Nationalteam. Du warst jetzt in der Serie B ein bisschen aus dem Blickwinkel. Für dich wieder ein Thema in naher Zukunft? Ja, in erster Linie zählt für mich die Austria. Das ist ganz klar und ich kann mich nur fürs Nationalteam empfehlen über gute Leistungen bei der Austria. Und deshalb bin ich einer gewesen, der Sprücheklopfer war. Ich sage immer, die Wahrheit liegt am Platz und nicht in irgendwelchen Zeitungsausschnitten. Deshalb schauen wir jetzt, dass wir bei der Austria gute Ergebnisse und gute Leistungen bringen und dann kommt der alles von selber. Ist für dich ein Vorteil, du bist ja offensiv universell nahezu einsetzbar. Hast du irgendwelche besonderen Lieblingspositionen oder ist dir egal, Hauptsache du spielst? Ja, also ich habe jetzt in den letzten eineinhalb Jahren in Dresden, wo ich so viel dazugelernt habe, sogar zentral Mittelfeld gespielt, links, rechts, Stürmer, zweite Spitze, also bis auf die Verteidigung bin ich überall einsetzbar und der Daxbacher wird schon entscheiden, wo er mich aufstellt, Hauptsache er stellt mich dann auf natürlich. Was sind die unmittelbaren Ziele jetzt einmal? Ziele sind für mich natürlich, dass ich natürlich meinen Platz erkämpfe. Das ist normal, legitim und alle anderen Ziele werden vereinsintern abgeklärt. Meine persönlichen habe ich noch nie nach außen getragen. Das wird nur für mich selber ein bisschen unnötigen Druck bringen. Deshalb, ich weiß, was ich vorhabe, ich werde das erreichen und bin guter Dinge, dass das so sein wird.